891. Mai 2018. Am HVB Citylauf in Aschaffenburg nahmen über 5000 gemeldete Läufer teil. Gestartet wurde in 10 Läufen, auf einem Rundkurs mit 1,6 Kilometern, mitten durch die Stadt. Für Jugendliche reicht eine Runde. Bei den Erwachsenen wird es dann richtig anstrengend. Im C, D und zusammengelegten A- und B-Lauf 5 Runden mit insgesamt 7,9 Kilometern. Das Laufereignis des Jahres in Aschaffenburg. Bei sommerlichen Temperaturen ist die Stadt proppenvoll und tausende Fans entlang der Strecke begleiten lautstark die Läufer. 200 ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Gegen 20 Uhr kommt auch unser persönlicher Held, Thomas. Anmeldeunterlagen holen, mental vorbereiten. Von Anfang an dabei, also sein 23. Citylauf. Ein Küsschen für die Lebensgefährtin. Und ab in die Startreihe für den zusammengelegten A- und B-Lauf. Der stimmgewaltige Rennleiter Günter Gutterlei übernimmt persönlich den Start-Countdown. Einige starten so früh. Also alles auf Anfang. Und ab geht's. In den Jahren zuvor. Das Feld wird von den schnellen Kenianern bestimmt. Die machen die Plätze unter sich aus. Wie ein Blitz huschen sie vorbei. Thomas kann da nicht mithalten. Naja, er wird nächstes Jahr 40. Unser persönlicher Held ist er trotzdem. Nach 22 Minuten und 17 wird Gibrono, wie bereits im letzten Jahr, Sieger. Etwas später kommt auch Thomas. Geschafft. Im doppelten Sinn des Wortes. Seine beste Zeit war 1999 24 Minuten und 19. Also nur 2 Minuten 2 langsamer als der Sieger 2018. Damals war er noch durchtrainiert. Heute geht's ums Dabeisein. Viele glückliche und erschöpfte Gesichter am Zieleinlauf. Für jede weibliche Läuferin eine Rose von den beiden netten Damen. Das war 2018. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr.